Jetzt kommt hier mal ein zweiter Teil. Dies ist jetzt ein bisschen das Schwere. Dies muss ein Stein werden. Wenn das kein Stein, geschlossener Stein ist, dann geht's nicht. Außerdem muss es noch sehr... Ja, so geht's daneben. Mein Ball ist jetzt einfach mal durch den Ritz gefallen. Das passiert ganz schnell. Ich muss nochmal probieren. Jetzt einen schweren blauen Stein zeichnen. Der Stein muss ein bisschen eine ganz bestimmte Form haben. So, das ist jetzt mein Stein. Und jetzt fällt es da rein. Genau, so muss es sein. Und der Stern muss weg getroffen sein und fertig. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das hier. Ich klicke jetzt das blaue Schiff mal an, das Bootchen. Jetzt kommt ein Bildschirm. Jetzt, Achtung, jetzt müssen wir mal genau gucken. Ganz oben rechts hier, da steht Island 2. Island ist Englisch und heißt Insel. Hier oben rechts steht Island 2. Ich klicke jetzt hier auf die Insel drauf. Einmal draufklicken. Auf die Insel, jetzt kommt das Boot angefahren. Wenn ich draufgeklickt habe auf die Insel. Jetzt geht's hier weiter. Ich klicke jetzt einfach hier genau auf den Stern praktisch. So, jetzt geht's los. Hier kann man jetzt eine Ecke machen. Die Ecke ist wichtig. Der Rest ist ein bisschen egal. So. Das heißt, zeichne einen Hammer. Draw a Hammer heißt, zeichne einen Hammer. So, und es hat geklappt. Der Hammer muss nur geschlossen sein, dann geht das. Jetzt kommt Island 2 wieder. Jetzt möchte er hier, da, wo der rote Pfeil hier oben links ist, wo der rote Pfeil ist, da muss ich hin. Und jetzt draufklicken auf den Stern. Jetzt kommt was etwas Schwieriges. Ich zeige das mal, wie das ganz einfach zu lösen ist. Einfache Lösung ist so. Kleinen Hammer zeichnen. Einfach einen kleinen Hammer. So, und hier mache ich einfach eine Linie. Das ist die einfachste Lösung. Was ich jetzt mache, ist die einfachste Lösung. Die Linie ist nur ein bisschen geschwungen, nicht viel geschwungen, nur ganz leicht geschwungen. Und den Ball klicke ich einfach an. So, so löst sich das Problem am allereinfachsten. Etwas schwerer ist mit zwei Hammern. Hier muss man draufklicken auf die... Bei dem roten Pfeil, den roten Pfeil mache ich nochmal deutlicher. Hier ist der rote Pfeil, hier oben. Und hier klickt man einfach auf den Stern. Jetzt kommt die Maschine, das ist ganz witzig. Das mache ich nochmal ein bisschen deutlicher, was das für eine Maschine ist. Hier, so sieht man die Maschine schön. Hier muss man einen Stein zeichnen. Ich zeichne den Stein mal hier genau rechts in die Ecke. Das hat folgenden Grund, dass ich einen Stein zeichne, ist, damit die Maschine wegfällt, wegrollt. Jetzt lasse ich den Maus los und zack, die Maschine rollt weg. Und jetzt kann ich hier, wenn ich will, noch ein Brett machen. Muss aber nicht nötig, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Aber das kann man machen. Und der Stern ist weg. So löst sich diese Aufgabe. Sehr schön. Jetzt klicke ich wieder auf den Stern. Jetzt mache ich meistens eine gerade Linie. Eine gerade Linie ist am einfachsten. Das ist die einfachste Lösung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist wieder Island 2, Insel 2. Hier ist noch ein Pfeil. Golfing, naja, ich mache Golfing mal zum Schluss. Golfing ist richtig schwer. Hier kann man jetzt Folgendes machen. Ich mache das mal noch ein bisschen deutlicher wieder.
damit das deutlich wird, wie das Spiel genau geht. So, dies kann man so machen. Da ist eigentlich sehr unproblematisch. Hauptsache, man macht hier eine Linie, die wieder geschlossen ist, wie so ein Stein- oder Holzbrett. Und anklicken, hier kann man anklicken. Den Ball anklicken und das war's. So einfach geht das. Einfach ist das nicht, aber es geht. Man kann es lernen. Ich mache jetzt nochmal nicht. Das Schwerste ist ein bisschen schwer. Hier kann man Folgendes machen. Das ist ein Gewicht. Mal sehen, ob das Gewicht so reicht. Ja, es reicht. Das war's. Das war das Gewicht. Wie so ein Stein ist das dann. Jetzt kommt Golfing. Hier steht Golfing. Das erkläre ich nochmal ganz. Ich mache das nochmal ein bisschen schöner, dass man das auch sieht. Hier oben steht Golfing im Pfeil, wo der rote Pfeil ist. Ich klicke hier auf den Stern. Jetzt mache ich mal eine Lösung ohne Hammer. Das kann man nämlich auch ohne Hammer lösen, das Problem. Ich mache einfach eine Linie hier. Und hier mache ich dran, an die Linie, gleich mit dran, ein Gewicht. Und jetzt kommt noch ein Gewicht. Das Gewicht ist jetzt so groß. Sehr groß. Bisschen größer. Noch ein bisschen größer. Ich mache noch ein Gewicht. Das soll auch ein Gewicht sein. Ja, das hat nicht geklappt. Das passiert. Ich mache hier wieder ein Gewicht. Ein Stein. Nee, der Stein will nicht. Das ist schade, dass der Stein nicht geht. Der Stein geht manchmal gar nicht. Das ist nicht normal. Jetzt geht es. Jetzt muss man das anklicken, den. Nee, es geht noch nicht. Ich mache noch ein größeres Gewicht. Sonst passiert es nicht, was ich will. Ich klicke jetzt den Stein an. Entschuldigung, ich klicke den Ball an. Jetzt mache ich Linien, damit das etwas höher kommt. Ich klicke den Ball an. Nee, das geht so nicht. Ich muss nochmal einen Stein machen. Nee, tut mir leid. Ich habe das jetzt falsch gemacht. Es war nicht glücklich, was ich da gemacht habe. Ich muss nochmal von vorne zeichnen. Das macht nichts, wenn der Ball wegfällt. So. Jetzt mache ich richtig schwere Steine hier rechts in die Ecke. Und jetzt klappt's. Das wollte ich erreichen. So, vielen Dank. Das war alles. Jetzt kann man einfach beenden. Mit Escape-Taste zum Beispiel.